Hallo zusammen und willkommen. Sie sehen aus wie kleine Schönwetterwölkchen und tauchen mitunter aus dem Nichts aus. Unter pastellfarbenen Nagellack sind sie so gut wie unsichtbar und wirklich stören tun sie eigentlich nicht. Weiße Flecken oder Streifen auf den Fingernägeln hattest du sicherlich auch schon einmal. Und bestimmt kennst du viele Geschichten, die sich um sie ranken. Ein Mangel an Magnesium, an Calcium oder Zink stecke dahinter, eine schwere Erkrankung kündigt sich damit an oder eine Vergiftung sei die Ursache. Um es vorneweg zu sagen, hinter so einer Markierung stecken weder Ernährungsfehler noch Nährstoffmangel oder Schlimmeres. Es handelt sich lediglich um ein optisches Makel, das völlig harmlos ist. Fingernägel bestehen ebenso wie Haare aus Kreatin und zwar aus mehreren Schichten, die übereinander liegen. Während die obere Schicht besonders hart ist, hat die unterste Schicht eine relativ weiche Konsistenz. Wenn du deine Nägel betrachtest, siehst du den sogenannten weißen Nagelmond, das Mönchchen an ihrem Anfang. Er ist der sichtbare Teil der Nagelwurzel, auch Matrix genannt, die wiederum die Wachstumszone darstellt. Hier sterben und verhornen in einem fortlaufenden Prozess die oberen Zellen der Nagelwurzel und die Nagelplatte schiebt sich dann nach vorne. Sobald einige Zellen des Kreatins nicht optimal miteinander verschmelzen, können sich kleine Hohlräume bilden, die als weiße Punkte, Linien oder Flecken zu sehen sind. Ganz leicht können diese Lufteinschlüsse durch kleine Verletzungen oder Stöße entstehen und in vielen Fällen merkst du nicht einmal was davon. Bis sich die entsprechende Verfärbung auf deinen Fingernägeln zeigt, dauert es einen gewissen Zeitraum. Typisch für sie ist, dass sie in horizontalen Linien verlaufen, weil die Matrix eben durch die Verletzung mit der Zellproduktion innehält und diese quasi farblich markiert wird. Es braucht natürlich entsprechend Zeit und Geduld, bis die lästigen Flecken oder Streifen je nach Schwere der Verletzung wieder verschwunden sind. Wenn du bedenkst, dass Fingernägel innerhalb einer Woche nur etwa einen halben bis 1,2 mm wachsen, kannst du dir ausrechnen, wie lange es dauert, bis die Markierung die komplette Länge des Nagels nach oben gewachsen sind und abgeschnitten werden können. Einige Wochen bzw. Monate musst du da einplanen. In der Regel sind die weißen Linien nicht auf allen Nägeln gleichmäßig verteilt und Daumen und der kleine Finger sind oft außen vor. Das liegt daran, weil sie bei handwerklichen Einsätzen weniger gefordert sind. Obwohl die Erklärung mit den Lüfteinschlüssen nahe liegt und stimmt, hält sich noch immer der Mythos, dass weiße Flecken auf einen Mangel hinweisen. Insbesondere der Mineralstoff Calcium wird dabei gerne angeführt. Du kannst dir jedoch sicher sein, dass dem nicht so ist, denn das wurde sogar in einer Studie bewiesen. Dazu haben Wissenschaftler der University von Auckland nahezu 700 weibliche Probanden ein Jahr lang mit Calciumpräparaten versorgt. Diese haben sich in keiner Weise positiv auf deren Fingernägel ausgewirkt. Was eigentlich auch nicht verwundert, bedenkt man, dass Nägel lediglich zu 0,03% aus Calcium bestehen. Wenn du in letzter Zeit mit einer heftigen Infektion zu tun hattest, kann es sein, dass sich auf deinen Nägeln Querrillen zeigen. Auch das ist eine normale Reaktion, die aus einem einfachen Grund entsteht. Solange dein Körper mit etwas Wichtigem beschäftigt ist, nämlich gegen deine schwere Krankheit anzukämpfen, werden weniger wichtige Funktionen wie die Produktion von Nagelzellen zurückgestellt. Lediglich, wenn du auffällige weiße Querstreifen auf allen Fingernägeln ausmachst, könnte das einen ernsten Hintergrund haben. Laie- oder Arsenvergiftung machen sich auf diese Weise bemerkbar. Bedenke aber auch hier die zeitliche Verzögerung von etwa 2 Monaten von der Vergiftung bis zur optischen Darstellung auf den Nägeln. Auch eine Chemotherapie kann sich unter Umständen als chemische Ablagerung in Form von Streifen mitteilen. Natürlich gibt es noch eine Reihe anderer Auffälligkeiten an den Nägeln, denen du Aufmerksamkeit schenken solltest. So beispielsweise schwarze oder bläuliche, senkrecht verlaufende Streifen oder Flecken, die unter Umständen auf ein gefährliches Melanom, also auf schwarzen Hautkrebs hinweisen könnten. Auch eher harmlose Nagelpilze äußern sich oft durch Verfärbung oder Verdickung. Um sicher zu gehen, solltest du im Zweifelsfall lieber deinen Hausarzt aufsuchen, um Irritationen abzuklären. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn du zu diesem Thema deine Meinung mit uns teilst und einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns bald wieder.